So, liebe Leute, damit herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Transport Favor 2. Heute machen wir etwas anderes, denn wir schauen uns einen Mod an, und zwar den AI-Builder, den es seit kurzem im Workshop gibt. Und was der macht, ist ziemlich cool, denn der baut für uns faule Bauleute. Man kann hier automatisch Zugverbindungen zwischen den Städten machen, gleich wie Straßenverbindungen, Wasserwege, Luftlinien etc. Und das ist ziemlich cool, was er da so hinbaut. Man kann jetzt hier sagen, global, dann hat man hier die Auswahl von allen Städten, die man so hat. Oder man sagt hier, wie viel Range. Hier ist ein Zirkel und dann kann man hier sagen, okay, ich möchte mich jetzt mal nur auf das hier beschränken. Und da sagen wir zum Beispiel, dass Suzhou mit Novosibirsk verbunden werden soll. Und zwar per Zug. Also gehen wir hier auf Train. Und dann können wir jetzt noch sagen, okay, ja, die Schienen sollen auf Bodenlevel sein, die sollen erhöht sein oder sogar unterirdisch sein. Und wir sagen jetzt mal Bodenlevel und sagen bauen. Für alles, was er baut, zieht er uns auch entsprechendes Geld ab. Ihr seht, da sind jetzt schon die Bahnhöfe. Und er macht in jeder Stadt auch eine Buslinie rein, die dann zum Bahnhof hingeht. Das braucht einen Moment und es funktioniert auch nicht immer. Manchmal bleibt er dann einfach hängen und sagt, das ist ein Problem aufgetreten. So wie jetzt zum Beispiel. Das hat er jetzt nicht vollenden können. Das ist immer so Try and Error, schauen, ob es geht oder ob es nicht geht. Man kann das jetzt dann auch nicht nochmal bauen, außer man lädt da nochmal neu. Das ist ein bisschen schade. Also ich zeige euch mal, was er jetzt hier gebaut hat. Jetzt hat er hier den Bahnhof hingeschmissen mit einem Depot. Und hier das Straßenfahrzeugdepot mit Bushalte. Da hat es auch dann schon die Linie. Aber das konnte er jetzt hier nicht verbinden. Kein Problem. Wir probieren das jetzt mal mit einer anderen Stadt. Und zwar Taichung und Novosibirsk. Wir machen den jetzt mal hier wieder auf. Machen wir den Zirkel hier mal ein bisschen größer. So, das wäre dann die Verbindung. Probieren wir es hier nochmal mit Bodenlevel. Und schauen, ob er es da schafft. Je nachdem, wenn wir schon einen Bahnhof haben, tut er den Bahnhof auch erweitern mit mehr Bahnsteigen. Er ist noch am Nachdenken. Ja, hier hat es jetzt funktioniert. Schauen wir uns das mal hier an. Hier das Depot mit Oberleitung. Auch hier wieder die Buslinie. Macht dann automatisch hier Brücken hin, wo es das braucht. Und zieht sich dann so eine Strecke. So, und eigentlich sollte er hier auch einen Zug auf die Strecke schicken. Ja, ja, da ist er ja. Der ist random und den kannst du natürlich dann auch anpassen. So, aber ich meinte, es hat hier auch noch Fahrzeuge. Aber refresh. Bin mir noch nicht so sicher, was man hier mit den Lines machen kann. Mehr hier global. Okay, das scheint noch nicht zu funktionieren. Okay, dann haben wir jetzt hier unsere Zuglinie. Dann können wir jetzt hier sagen, wir möchten vielleicht nur Straßenverbindung haben. Da können wir jetzt auch noch die Industrie richtig verbinden. Er schlagt dann auch schon vor, zum Beispiel Bauernhof mit der Lebensmittelfabrik verbinden. Das wäre die mit dem da. Und dann sagen wir mal, ja, bau das mal. Baut auch hier die Depots hin auf beiden Seiten, macht die Linie und schickt dann schon die Trucks raus. Ja, das ist die Linie. Normalerweise würde er die Straßen nutzen, die er hat, aber wenn er sieht, okay, es macht Sinn, dass man hier eine Straße baut, dann baut er auch die Straße und jetzt schickt er hier die LKWs raus. Wunderbar, und dann haben wir das dann beliefert. Macht das auch mit der Stadt? Nee. So. Dann sagen wir mal Wasserweg. Auch das sollte jetzt gehen. Wo wird es sich denn rentieren? Ölquelle. Kriegt er das an Range hin? Mit Ölraffinerie. Ich glaube, da kommt er gar nicht hin. Kaum. Na, machen wir das mal nicht. Hier hat es noch eine Ölquelle. Und die will er mit. Ja, das müsste klappen von da nach da. Sollen wir mal bauen? Okay, hat funktioniert. Doch zu weit weg. Dann probieren wir mal das hier. Na, geht auch nicht. Funktioniert irgendeins von denen?
Okay, das kann jetzt aber auch an der Karte liegen. Egal. Dann sagen wir hier jetzt mal Flughafen. Das mit der größten Distanz, das ist Surabaya hier oben mit Kyoto. Da wollen wir Flughafen hinbauen mit Fluglinie. Wenn das geht. Oh, da habe ich gerade instant schon wieder failed. Machen wir es mal in die Richtung. Completed. Jetzt hat er es fertig gemacht. Okay. Hier haben wir jetzt den Flughafen drin. Auch da ist es wieder, dass wir da eine Verbindung mit einem Bus haben. Und jetzt ist das Spiel abgecrashed. Das passiert auch des Öfteren mit dem Tool. Also es ist mit Vorsicht zu genießen. Und ich denke mal, er macht da auch noch recht viel. Ich werde gerade nochmal schnell reinladen. Und dann sehen wir uns ja gleich wieder. So, da. Ich habe jetzt einmal durchgestartet mit der anderen Karte. Dann können wir hier noch ein bisschen spielen. Das sollte auf dem Gelände einfacher sein. Und wir gehen jetzt, oder bleiben jetzt hier mal auf Global. Und probieren das jetzt nochmal hier aus. Von Morris nach Biefendorf. 4,5 Kilometer, bitte einmal bauen. Und wir versuchen jetzt mal nicht allzu sehr zu stressen. Wo ist denn das? Das ist hier oben. Ah, wunderbar. Das mit der Linie hat funktioniert. So, da. Dann, jetzt mal schauen, refresh. Von Biefendorf hätte ich gern die Verbindung nach Dieterkönnersdorf. Aber diesmal hätte ich es gern erhöht. Schauen wir mal, was er jetzt macht. Und achtet jetzt mal drauf, hier auf dem Bahnhof. Der wird jetzt dann gleich mal erweitert wieder. Yes. Schauen wir, ob er es hinkriegt. Ein Fehler ist aufgetreten. Wo werden das hier gewesen? Hier unten. Ah, schade. Ja, das ist immer so ein Glücksspiel. Ja, kein Problem. Dann gehen wir mal hier nach Morest und sagen hier nach Grained. Werde ich jetzt aber gern unterirdisch. Und ob das funktioniert. Jetzt ist auch hier erweitert worden. Oh, was hinkriegt. Gehen wir mal hier auf die Seite hin. Ja, ich glaube, ich muss halt effektiv noch ein bisschen an dem arbeiten. Schade. Okay, dann gehen wir mal nach Pucho. Da gibt's doch nichts. Jetzt da unterirdisch. Wo ist denn Bannersdorf? Das ist hier hinten. Das hat klappt. Der schickt auch hier schon mal die Sachen raus. Nee, ich glaube, das wird nichts. Ja, schade. Was ist, wenn wir ihm da mal ein bisschen helfen? Also vor allem, dass wir hier mal die Straßen wegmachen. Also ich weiß nicht, ob das irgendwas bringt. So, das wäre Bannersdorf nach... Bannersdorf. Refresh. Jetzt machen wir mal kurz hier, wie viel Range. Oh, Bannersdorf. Lass mal das nochmal bauen. Oh, jetzt hat es funktioniert. Okay. Also kann man ihm da ein bisschen nachhelfen und er geht auch hier wirklich unten rein und bleibt die ganze Zeit hier unterirdisch. Interessante S-Kurve hier.
Und hier wieder raus. So, dann hätte ich das jetzt aber gerne nochmal elevated. Das ist I von... Was könnte man denn hier machen da? Versmorph noch Bannersdorf. Machen wir hier nochmal ein bisschen Range. Refresh. Das hätte ich jetzt gerne erhöht. Bitte einmal bauen. Bahnhof ist da. Ah, ist immer noch am Nachdenken. Hier hat er es auch brav erweitert. Oh yes, hat funktioniert. Aber, ist gar nicht mehr allzu steil, wie er da rauf fährt. Ja, wobei doch, wenn ich mir das hier so anschaue. Das würde ich nochmal neu bauen. Ja, coole Sache. Sehr cool, auch da verbunden. Nice. So, dann sagen wir hier mal global. Gehen wir mal hier auf Road. Intercity Bus, Upgrade Roads Only. Highway. Machen wir das größte Trailrain. Dreispurig auf dem Boden. Größte Distanz. Ja, bau mal. Oh, interessant, der hat hier den Kreisverkehr. Ah. So wie das aussieht, will er in die Richtung wegfahren, aber das wird er nicht hinkriegen. Wenn man das hier so anschaut, wo er das hier hinbaut. Ja, er will da gerade direkt rüberfahren. Das geht nicht. Oder doch. Okay, was hat er jetzt hier bastelt? Okay, das ist sehr abenteuerlich. Alles klar. Okay. Und was ist, wenn ich jetzt hier dann sage, ich möchte dann von Niederkundersdorf nach Bannersdorf? Was wird er dann tun? Refresh. Bannersdorf. Haben wir das hier drin? Ah, ich kann mir nicht mehr anzeigen lassen. Bannersdorf nach... Was war das hier? War, nein, nicht Warsmorf. Nach Niederdorf. Ich habe ich gar nicht jetzt Ding drin. Aber die zwei, Warsmorf und Bannersdorf, das geht. Bau das mal bitte. Ja, war da drin. Und wenn das jetzt cool macht, dann geht er hier auf den gleichen Kreisverkehr hier rein. Lass mal hier mal warten. Oh yes, er hat's gemacht. Und hä, wie bist du jetzt hier verbunden? Hä? Ah, das ist hier ein bisschen am Glitchen, aber er hat das mit dem bestehenden Highway schon verbunden. Je nachdem, nach Richtung, dass du da reinkommst und rauskommst. Okay, da muss man ein bisschen aufpassen. Aber so grundsätzlich geht's und dann hat man hier so mal sein Highway platziert. Also ich würde es jetzt nicht immer nutzen, aber um so eine Grundlinie irgendwie hinzukriegen, gerade für so ein Highway oder für eine ja, fiktive Zugstrecke, die ich dann weiter ausbaue, finde ich es jetzt gar nicht mal so doof. Das ist eine coole Sache. Wie haben wir denn mit der Industrie? Checken, Update all lines. Ja, ich weiß noch nicht, was man hier so machen kann. Hat sich jetzt gerade wieder auf... Na, hat sich nicht aufgehängt. Argo. Also ich glaube, ich werde dann auch das Cargo vor allem nutzen, für gerade schnell automatisiert hier was machen. Wo könnte man jetzt hier meine Stadt irgendwie anschließen? Was macht hier Sinn? Holz nach da. Und Bretter.
noch da. Vielleicht können wir das hier automatisieren mit dem AI-Builder. Dann gehen wir jetzt hier mal within range. Machen das hier mal größer. Refresh. Und dann bau das mal hier. Bald nach Sägewerk. Und Sägewerk dahin willst du nicht verbinden, oder wie? Okay, schade eigentlich. Steinbruch, Baumaterial, Fabrik. Wo ist der Steinbruch? Ach, der ist da unten. Ja, mach das auch mal bitte. Da wird er jetzt garantiert eine Straße hinziehen. Initializing. Jetzt warte ich noch ein bisschen. Aber ansonsten glaube ich, kriegt das nicht hin. Mal wieder Refresh. Button wäre wieder da. Rest Express. Okay, einmal noch. Probier's mal. Ah, jetzt hat er das Depot hinbaut. Building Route. Ja, jetzt hat er die Straße dahin platziert. Und die zwei Linien. Ja, aber schade, dass ich jetzt da das da nicht dahin bringen kann. Das wäre ja schon noch irgendwie cool, wenn es gehen würde. Das wäre jetzt hier nur die. Weil die Intercity-Buslinie, wenn wir es gerade können, das haben wir jetzt noch gar nicht gebaut. Oh, jetzt hat er sogar die Straße hier ein bisschen angepasst. Und Intercity-Buslinie ist drin. Und jetzt haben wir das mit dem Upgrade Roads, das haben wir noch nicht gemacht. Was haben wir denn hier? Mit Grant nach Morest, das ist hier unten. Das wäre dann die Straße da. Und schauen wir mal, was so ein Upgrade bewirkt. Ja, macht sie breiter und ein bisschen schöner. Das war's. Build Highway. Na, das wäre dann nur das Upgrade Roads only. Okay. Ja, so viel mal zu dem. Ja, kleines Spielzeug, probiert es mal aus, aber macht unbedingt nochmal einen Save, bevor ihr damit rumspielt und rechnet damit, dass das heute nicht mehr funktioniert oder dass das Spiel crasht, eins von den Sachen. Aber coole Sache, um so kleinere Sachen zu verbinden, und ich hoffe, es kommt noch ein Update, dass ich dann hier da mehr Industrien hier verbinden kann. Ah, also na, warte mal, Wald, Sägewerk. Das ist nur das. Schade, dass man das hier irgendwie weiterführen kann, dann kann man gerade solche Linien einfach mal automatisieren. Schaut, dass man das selbst da irgendwie hinklickt. Ja, bis denn dann. Hoffe, ihr euch gefallen. Tschüss.